Zum ersten Mal musste in Markranstädt ein sogenanntes Ghost Bike aufgestellt werden. Das komplett weiß angestrichene Fahrrad ist Mahnmal und Gedenkort zugleich. Denn hier an der Leipziger Straße, direkt an der Einfahrt zu einem Supermarkt, ist vor 4 Wochen ein 25-jähriger Radfahrer tödlich verunglückt. Angelo war zunächst mit einem ausfahrenden Pkw kollidiert und dadurch unter einen einbiegenden Lkw geraten. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Angelo war ein sehr lebensfroher Mensch, sehr bunt, hat viele zum Lachen gebracht und war halt für alle der Lebensmut, die Erhelligkeit, so möchte ich es mal sagen, so schnell so aus dem Leben gerissen zu werden. Ja, er kam noch von seinem Bruder alles und so gnadenlos rausgerissen zu werden, war schon echt, war heftig. Um ein Holzkreuz sind vor Ort ganz viele Blumen abgelegt worden, dazwischen mehrere Fotos von Angelo. Davor flackern rötlich die Grablichter. Ein Ort der Trauer, aber auch des Füreinander-Daseins. Es ist so, dass die Familie morgens und abends hierher geht, ihm guten Morgen wünscht und eine gute Nacht wünscht. Und das machen eigentlich so die ganzen Jugendlichen aus Markranstädt, die Familie und wir als Freunde. Ne? Wir treffen uns dann und fahren dann zum Abend hierher und verabschieden uns. Oder morgens halt, wenn wir Zeit haben, dann hierher zum guten Morgen sagen. Ne? Es ist für uns ein Ort der Trauer, des Lachens, der Zusammengehörigkeit zusammen. Ne? Markranstädt kommt hier zusammen mit Familie und Freunde. Super wichtig. Mit einer Mahnwache und einer Schweigeminute hatten Angehörige und Freunde am Montagnachmittag ihrem verunglückten Gefährten gedacht. Dazu eingeladen hatte auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC. Der hatte an dieser Supermarkt-Ein- und Ausfahrt in der Vergangenheit bereits mehrere Unfälle dokumentiert. Denn bisher wird dort nicht ausreichend auf querende Fahrräder hingewiesen. Juliana Klengel sieht daher einen dringenden Handlungsbedarf. Wir haben hier vor Ort einen Radweg Richtung Markranstädt, benutzungspflichtig angeordnet, Hochbord mit, zusammen mit den Fußgängern. Stadtauswärts, also Richtung Leipzig, gibt es keinen Radweg. Muss also auf der Straße gefahren werden, zusammen mit dem fließenden Verkehr, was hier die wenigsten Radfahrenden tatsächlich tun, aus Angst vor den vielen Autos. Es gibt Tempo 50 und so wird doch in dieser recht viel belebten Gegend hier rund um diesen Rewe-Markt auf dem entgegen der Fahrtrichtung gefahren auf dem Radweg. Und das hat eben auch dann zu dem Unglück hier geführt. Man kann verschiedene Möglichkeiten prüfen. Tempo 30, da wurde ja gerade das Straßenverkehrsgesetz geändert. Kann man jetzt schauen, ob eben eine Anordnung hier vor Ort möglich ist. Dann nochmal prüfen, inwiefern können Markierungen für den Radverkehr aufgebracht werden auf die Straße, Sharrows zum Beispiel, oder auch ein extra Radfahrstreifen, je nachdem wie der Straßenquerschnitt ist. Das muss man wirklich nochmal sich ganz genau anschauen, was man eben hier vor Ort schafft mit einem Stoppschild zum Beispiel an der Ausfahrt. Das sehen wir als dringend geboten an. Ne? Also dass hier nicht einfach runtergerollert wird aus der Ausfahrt und dann nicht mehr entsprechend geguckt werden wird, wer da quert. Weil die, die aus der Ausfahrt rauskommen, sind natürlich in der Pflicht. Auch Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich war es ein besonderes Anliegen, die Gedenkveranstaltung am Montag persönlich zu besuchen. Also ich bin heute als Bürgermeisterin hierher gekommen, um natürlich der Familie, allen Angehörigen und Freunden natürlich mein Beileid zu überbringen. Es ist ein unsagbar trauriger Moment, dass wir uns heute hier unter diesen Umständen alle treffen. Nichtsdestotrotz ist das trotzdem auch eine Wertschätzung und ein Zeichen seitens der Stadt Markranstädt, dass wir alle zusammenhalten, alle zusammenstehen. Und deswegen sind wir heute hier. Dass in ihrer Stadt dringend etwas in Sachen Straßenverkehr unternommen werden muss, ist der Bürgermeisterin bewusst. Derzeit wird daher an einem umfassenden Verkehrskonzept gearbeitet. Also wie Sie sehen, haben wir ja in Markranstädt grundsätzlich das Problem, dass im Hinblick auf den Verkehr einiges getan werden muss, im Hinblick auf Tempo 30 etc. Wir als Stadt Markranstädt befinden uns daher schon seit geraumer Zeit in den Gesprächen und Überlegungen, was wir hier für die Stadt und natürlich auch für die Ortschaften tun können. Wir haben daher
ein Mobilitätskonzept, was wir auf den Weg bringen wollen. Wir arbeiten sozusagen an einem Verkehrskonzept, was die unterschiedlichen Zielgruppen miteinander betrachten soll. Das sind die Radfahrer, als auch die Fußgänger, natürlich auch die Autofahrer und der gesamte ÖPNV. Und das flächendeckend für die gesamte Stadt als auch für die Ortschaften. Das heißt, wir sind hier aktuell dabei, sozusagen uns um Fördermittel zu bewerben, hoffen, dass wir die bekommen und dann wird es in die Planung gehen und dann werden wir dort offensichtlich ein Konzept auf den Weg bringen, was allen Verkehrsteilnehmern hilft. Es bleibt die Hoffnung, dass dieses Konzept möglichst schnell umgesetzt wird.